Das Geheimtreffen in Moskau war seit Monaten vorbereitet worden. Spätabends landete gestern die Maschine aus Berlin. An Bord der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele und zwei Journalisten, darunter ein Reporter des ARD-Magazins Panorama. Ströbele war es gelungen, Kontakt aufzunehmen zu dem Mann, den die ganze Welt sucht, um zu klären, ob er bereit ist, vor einem Bundestagsausschuss zur Späh-Affäre auszusagen. Edward Snowden ist seit Monaten auf der Flucht. Seit Juni hält er sich in Russland auf. Zunächst wochenlang hier im Moskauer Flughafen, dann bekam er politisches Asyl. Ab und an tauchen Fotos auf, die ihn zeigen sollen. Doch wo genau er sich aufhält, das kann niemand sagen. Sein Anwalt hatte noch am Nachmittag gesagt, Snowden werde zur Späh-Affäre gegen die Bundeskanzlerin nicht aussagen. Snowden lebe in Russland nach russischen Gesetzen. Mit der Ausreise verliere er seinen Status. Und Snowden habe zugesagt, keine weiteren Geheiminformationen zu enthüllen. Im grauen Kleinbus mit verdunkelten Scheiben wurden Ströbele und seine Begleiter, der Panorama-Reporter John Götz und der Journalist Georg Mascolo, heute Nachmittag zum Treffen gebracht. 3 Stunden dauerte das Gespräch. Snowden habe einen guten Eindruck auf ihn gemacht, sagte Ströbele am Abend zurück im Hotel. Er hat klar zu erkennen gegeben, dass er sehr viel weiß, dass er, solange die NSA die Aufklärung blockiert und ihr Chef, Herr Alexander, bereit ist, nach Deutschland zu kommen, auch dort auszusagen. Allerdings müssen die Umstände geklärt werden. Die USA fordern Snowdens Auslieferung. Um ihn in Deutschland aussagen zu lassen, müsste die Bundesregierung Snowden wohl ähnlichen Schutz gewähren, wie es jetzt Russland tut.